I want to start a series. Ich möchte eine Serie beginnen. Which is simply the doctrine of Christ. Und diese Serie heißt die Lehre Christi. Amen. Amen. The doctrine of Christ. Die Lehre Christi heißt die Serie. Doctrine simply means a system of teaching. Lehre heißt ein System von Lektionen. You know, in doctrine we are led successively, progressively into an understanding. Nämlich in der Lehre werden wir wirklich progressiv, aber auch erfolgreich zu einem bestimmten Verständnis gebracht. So when a doctrine is dispensed, wenn eine Lehre beziehungsweise ausgeteilt wird, übermittelt wird. It brings us into a place of an understanding. Sie bringt uns zu einem Ort des Verständnisses. And man is his understanding. Und der Mensch ist sein Verständnis. You cannot be more than what you understand. Also du kannst nicht mehr sein als das, was du verstehst. Amen. Amen. So that is why if you have a wrong doctrine, und deshalb, wenn du eine falsche Lehre hast, you will have a wrong understanding. Du wirst ein falsches Verständnis gewinnen. And if your understanding is wrong, und wenn dein Verständnis falsch ist, everything around you and about you, alles, was über dich und um dich herum ist, will also reflect what you understand. Sie werden dein Verständnis spiegeln. So that is why understanding is important. Deshalb ist Verständnis sehr notwendig. When Jesus Christ appeared, als Jesus Christus erschien, though his mission was to die and redeem all mankind, obwohl seine Mission war, zu sterben, damit alle Menschen freigekauft werden. But he has to go into ministry for 3.5 years. Dennoch musste er 3.5 Jahre in den Dienst treten. So that he will damit er die Menschen lehrt. He will bring to them an understanding. Er wird ihnen ein Verständnis bringen. Amen. Amen. Because the solution to every problem, denn die Lösung aller Probleme is when we receive an understanding, geschieht, wenn wir ein Verständnis gewinnen. And we apply the knowledge that we have received. Und wir verwenden die Erkenntnis, die wir gewonnen haben. So the problem that withstands us. Nämlich zu dem Problem, was vor uns liegt. Amen. Amen. So teaching is important. Lehre also ist wichtig. You know, in Isaiah 54, in Jesaja 54, Isaiah said prophetically the verse Number 13, I believe. Jesaja 54, 13. Isaiah 54. It says, and all thy children shall be taught of the Lord, and great shall be the peace of thy children. Jesaja 54, 13 berichtet, und alle deine Kinder werden von dem Herrn gelehrt, und der Friede deiner Kinder wird groß sein. Amen. Amen. It says, all your children shall be taught of the Lord. Alle deine Kinder werden vom Herrn gelehrt sein. So he will teach his children. Also, was tut er? Er lehrt seine Kinder. And the result of his teaching will bring peace. Und das Resultat seiner Lehre wird Friede sein. So if we want to experience peace, dementsprechend, wenn wir Frieden erleben möchten, we have to receive the teachings of Christ. Dann brauchen wir die Lehre Christi zu empfangen. We have to receive the doctrine. Wir brauchen die Lektionen Christi zu empfangen. So, it is the teachings of Christ, es sind die Lektionen Christi, that brings us to the place of peace. Die uns zu dem Frieden hinbringt. Amen. Amen. So, teaching is important. Also ist die Lehre wichtig. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Now, yokes are broken. Also, Joche werden zerbrochen. Burden are lifted up. Laster werden entfernt, when we understand, wenn wir begreifen the teachings of Christ. Die Lehre, die Lektionen Christi. So
Please turn with me to the book of Matthew. Matthäus Evangelium bitte aufschlagen. I want to read from the verse number 28. Matthew 11. The verse 28. Matthäus Evangelium 11, wir lesen Vers 28. Matthew 11, the verse number 28. Matthäus 11, Vers 28. Jesus said, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Da sprach Jesus, kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Amen. Amen. For my yoke is easy and my burden is light. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Amen. Amen. Now, Jesus stood before the people. Jesus stand vor den Menschen. And he says, come unto me. Und da rief er zu sich, nämlich kommt her zu mir. All you who are burdened, ihr mühseligen and labor, und ihr beladenen, for I will give you rest. Denn ich werde euch Ruhe geben. Amen. Amen. Now, please, I want us to first of all understand the audience that he was addressing to. Es ist wichtig auch zu begreifen, nämlich welche Zuhörer er vor sich hatte. Was Jesus addressing to? Also wen meinte nun Jesus? And he stood before the people and he said to them, come to me. Er stand vor den Menschen und sprach, kommt zu mir. All of you that labor, nämlich ihr mühseligen and are heavy burden, und ihr beladenen. And in me you will find rest. Denn in mir werdet ihr Ruhe finden. Jesus was born under a certain system. Jesus wurde geboren unter einem bestimmten System. Now, he came in the fullness of time and born by the woman and born under the law. Zur Fülle der Zeit wurde ist Jesus gekommen. Er wurde von einer Frau geboren. Er wurde unter dem Gesetz geboren. Amen. Amen. So now when Jesus was addressing to them, he was addressing to a people who were under a system that causes them to labor and has placed upon them burdens. Und als Jesus diesen Menschen angesprochen hat, er ist zu Menschen gesprochen, die unter einem bestimmten System war, und dieses System sorgte dafür, dass die Menschen sich gemüht haben und sorgte dafür, dass diese Menschen beladen waren. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Now, what precedes, you know, what comes after another is greater than the one before. Denn das, was nach einer Sache kommt, ist größer als das, was vorher gekommen ist. Jesus was inaugurating a system. Jesus hat ein bestimmtes System vorgestellt. Now, he was presenting to the people, er stellte den Menschen vor, a system of understanding, nämlich that will bring them to a place of rest. Ein System des Verständnisses, was die Menschen zur Ruhe bringt. But they were under a system that burdens them. Doch die waren unter einem anderen System, was sie beladen haben. Now, John 1, the verse number 17 tells us. Johannes Evangelium 1:17 berichtet uns. He said the law came, or the law was given by Moses. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben. But grace and truth came through Jesus. Doch Gnade und Wahrheit kam in der Person Jesus. So when Jesus Christ came, also als Jesus kam, the law of Moses was installed. Das Gesetz Mose war noch intakt. And so the people were under the system of the law. Also waren die Menschen unter dem System des Gesetzes. So they were to do in order for them to become. Das heißt, sie mussten es erstmal was tun, um jemand zu sein. So their salvation was depending on their performances. Also ihre Errettung
war abhängig von ihrer Leistung. Now, before God could bless them, doch bevor Gott sie segnen konnte, before God to, could make them whole, bevor Gott sie ganz machen konnte, it was depending on what they will have to do. Das war von ihren Taten abhängig. Now, I want us to understand this system. Ich möchte, dass wir genau dieses System begreifen. Because if we don't understand this system, we cannot understand the system of Christ. Denn wenn wir dieses System nicht begreifen, dann können wir das System Christi nicht begreifen. Amen. Amen. Because Jesus brought a new system altogether. Denn Jesus brachte ein neues System, und zwar als Ganze. A new teaching. Eine neue Lehre. Completely different from Moses. Was ganz anderes als Mose. Now the evidence or the effect of Moses' ministration was that the people were laboring and they were birthing. Und nämlich der Beweis von diesem System, was Moses eingeführt hat, war, dass die Menschen sich gemüht haben und die Menschen beladen waren. You have to do. Du musst es tun. You don't have to do. Oder du solltest es nicht tun. So it was focused on man. Also, das ganze System richtet sich und zwar nach dem Menschen. The ability of man. Und zwar nach der Fähigkeit des What Menschen. Can man achieve was kann der through Mensch, his own obedience? Was kann der Mensch durch eigenen Gehorsam erzielen? And so there was no rest. Also gab es gar keine Ruhe. Amen. Amen. And so Jesus stood before this system. Und Jesus stand vor diesem System and he cried out to the people. Und schrie den Menschen. He says, "Come unto me." Kommt zu mir. Reject what you are under. Also lehnt das ab, worunter ihr and seid. Come to me. Und kommt her zu I mir. Will give you rest. Ich gebe euch Ruhe. I will bring you to a place of satisfaction. Ich bringe euch zu dem Ort der Sättigung. I will bring you into a place of fulfillment. Ich bringe euch zu dem Ort der Erfüllung. I will bring you into a place of wholeness. Ich bringe euch zu dem Ort der Ganzheit. Where you will not need to do something for you to become something. Wo ihr nicht zu tun braucht, um jemand zu sein. Amen. Amen. Now this is the basic truth. Also das ist wirklich eine grundlegende Wahrheit. Which is simple, und dies ist einfach but yet profound. Und dennoch tiefgründig. Amen. Amen. It is so simple, das ist wirklich einfach. But it is so profound. Doch es ist immer noch tiefgründig. What is this basic truth? Was ist diese grundlegende Wahrheit? Diese Wahrheit heißt, es geht nicht unmittelbar um dich und um mich. Amen. Amen. It is not about you. Es geht nicht um dich. It's not about me. Es geht nicht um mich. It's about him. Es geht um Christus. Amen. Amen. It's about Christ Jesus. Es geht um Christus Jesus. What he has become denn, of us. Denn das, was er für uns geworden ist. Amen. Mhm. Halleluja. Amen. So what Christ has become, was Christus geworden ist, is who we are today. Aber genau das sind wir heute. And so when Jesus is come, also wenn Jesus zu dir kommen sagt, he says there is a place of rest. Er beschreibt einen Ort der Ruhe. And how can we then experience that rest? Und wie können wir diese Ruhe erleben? Now, when he stood, when what is recorded here, was hier berichtet wird, was Jesus in his earthly ministry. Das war Jesus in seinem irdischen Dienst. He stood before the people. Er stand vor den Menschen. But where is Jesus today? Doch wo ist Jesus heute? And Paul tells us that we know him no more after the flesh. Und Paulus berichtet uns in 2. Korinther 5, Vers 16, wir kennen ihn nicht mehr nach dem Fleisch. Amen. Amen. He's not known after the flesh. Wir kennen ihn nicht mehr nach dem Menschsein. Jesus Christ, Jesus Christus, is in us. Ist in uns. Is in you and I today. Ist in dir und in mir and heute. How did he bring you to rest? Und wie bringt er dich zur Ruhe? Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Are you with me? Seid ihr noch da? Now Jesus, how does Jesus bring you and I to rest? So, wie bringt Jesus du, also dich und mich zur Ruhe? Because he's in us. Denn er wohnt ja in uns. He's the rest of God. Er ist Gottes Ruhe. He's the fulfillment of God. Er ist Gottes Erfüllung. He's the wholeness of God. Er ist Gottes Ganzheit. How then do we experience? Wie erleben wir? What we are already. Was wir schon sind. What we have already. Was wir schon haben. Now, how do we experience it? Wie erfahren wir diese? That is a simple question. Das ist ja die Frage. And so Jesus says, "Come to me." Und Jesus sagt, komm her zu mir. Amen. Amen. And look at what he said. Und dann schauen wir uns nochmal an, was er meint.
The verse 29. Vers 29. He says, take my yoke upon you and learn of me. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Amen. Amen. Take my yoke. Also nehmt auf euch mein Joch. What is a yoke? Was heißt Joch? Amen. Amen. Now, I look into the Greek dictionary. Also ich habe mir diesen griechischen Wörterbuch angeschaut. The word yoke is the word tugos. Also das Wort Joch bedeutet Zuguss. Which simply means teachings. Und das bedeutet ganz einfach Lehre. Which means doctrine. Das bedeutet Lektionen. It means instruction. Das bedeutet Anweisungen. So Jesus says, take my instruction. Also Jesus ermahnt uns, seine Anweisungen anzunehmen. Receive my teachings. Empfangt meine Lektionen. For my yoke is easy. Denn mein Joch ist also es ist sanft. And my burden is light. Und meine Last ist leicht. So what are the teachings of Jesus? Also was sind die Lehre Jesu? What are the teachings that does not burden the human soul? Was sind die Lektionen, die der Seele des Menschen nicht belasten? Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. You have to follow me. Also ihr müsst mir folgen. Halleluja. Halleluja. So what are the teachings? Also was sind die Lektionen? Of Jesus Christ. Von Jesus Christus. That does not burden the soul of man. Die der Seele des Menschen nicht belastet. That does not cause us to labor. Die uns nicht zu diesem Punkt der Mühseligkeit bringt. Halleluja. Halleluja. He says, come to me. Er sagt, kommt her zu For mir. For my yoke. Mein Joch, my teachings, meine Lehre, my doctrine, meine Lektionen, my system of truth, mein System der Wahrheit. Is light. Es ist wirklich Leben, ist leicht. And it's easy. Und das ist sanft. Glory be to God. Ehre sei Gott. The teachings of Christ, die Lektionen Christi, is simple. Sind einfach. What Christ is, nämlich das, was Christus ist, is who you and I. Genau das sind wir. Amen. Amen. It's simple. Das ist einfach. Now Jesus Christ does not preach principles. Also Jesus Christus predigt keine Prinzipien. His teachings are not principles. Die Lehre Christi bzw. die Lektionen Christi sind keine Prinzipien. They are not commandments. Ja, die sind keine Gebote. It's not what you can do or not do. Es geht nicht um das, was du tun sollst oder lassen sollst. Jesus Christ reveals himself. Sondern Jesus Christus zeigt sich selbst. Amen. Amen. He reveals himself. Er offenbart sich selbst. He came to give to us an understanding. Er ist gekommen, um uns ein Verständnis zu geben. That we may know. Damit wir erkennen. That he is the truth. Dass er der Wahrhaftige ist. And you and I, we are in the truth. Zusätzlich bist du und ich in der Wahrheit. Amen. Amen. Simple. Ganz einfach. But profound. Doch tiefgründig. Amen. Amen. Now, the soul of man has been conditioned. Die Seele des Menschen ist so programmiert, to labor, wirklich sich zu mühen, to be burdened, ja, immer beladen zu sein. So that is why the doctrine of Jesus is easily rejected. Und deshalb wird die Lehre Christi ganz leicht verleugnet oder abgelehnt. Amen. Amen. Because it is a revelation. Denn die Lehre Christi ist eine Offenbarung. So who you are, dementsprechend wer du bist, is who he is. Ist der, wer er ist. What you have, was du hast, is what he ist genau das, was er hat. So everything about him, also alles über ihn, is all about you. Ist alles über dich. Amen. Amen. Now this is the teachings of Jesus. Aber das sind die Lektionen Christi. Now if you and I wants to know who we are, wenn du und ich, wenn wir erkennen möchten, wer wir sind, Jesus needs to be revealed. Da braucht Jesus offenbart zu sein. That is what the Bible refers to as rest. Aber genau das bezeichnet die Bibel als Ruhe. Amen. Amen. Now through the system of the law,
Nun, durch das System des Gesetzes, in order for you to be righteous, damit du gerecht bist, you have to do something. Du musstest etwas tun. For you to be holy, damit du heilig bist, there are prescriptions that you need to do. Es gibt Vorschriften von Dingen, die du tun musst. But when Jesus comes, doch als Jesus kam, he reveals himself. Er zeigte sich selbst. He reveals himself as the righteousness of God. Er zeigte sich selbst als die Gerechtigkeit Gottes. And so when you see him, also wenn du ihn siehst, you see who you are. Dann siehst du, wer du bist. So there is nothing for you to do in order for you to be righteous. Also gibt es nichts, was du tun solltest, damit du gerecht bist. You only need to have a revelation of him. Du brauchst nur eine Offenbarung von ihm. Amen. Amen. And so if you don't have a revelation of Jesus, doch wenn du keine Offenbarung Jesu hast, you can't enter into rest. Dann kommst du nicht in die Ruhe hinein. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So Jesus Christ. Also Jesus Christus is our rest. Ist unsere Ruhe. Glory be to God. Hallelujah. Amen. Amen. So what God knows about you and also, I. Also was Gott über dich und mich kennt. Is very good. Ist sehr gut. Amen. Amen. It's glorious. Das ist herrlich. It's wonderful. Das ist wunderbar. Now, when God, after he created all things, also nachdem Gott alle Dinge geschaffen what hat, what did God say? Was sagte Gott nun? He says, it is very good. Da sagte er, es ist sehr gut. And then he rested. Und dann ruhte er sich. So rest is as a result of the complete work. Also die Ruhe kommt als Resultat, als Folge des vollständigen Werkes. Now, when the work is not complete, wenn das Werk nicht vollendet ist, there is no rest. Dann gibt es keine Ruhe. And so when we look at Jesus, dementsprechend, wenn wir Jesus anschauen, now we see the turbulence of the soul of man. Wir sehen die Turbulenzen der Seele des Menschen. We see the struggle of the soul of man. Wir sehen das Kämpfen, das Ringen von der Seele des Menschen. Man does in order for man to be. Alles, was der Mensch tut, damit der Mensch ist. I want to be blessed. Ich möchte gesegnet sein. I want to be rich. Ich möchte reich sein. All these are fulfilled in him. All diese Sehnsüchte sind in ihm schon erfüllt. Halleluja. Are you with me? Seid ihr noch da? Amen. All these things are fulfilled in him. All diese Dinge sind schon in ihm erfüllt. So when he says, come. Also wenn er sagt, kommt her. I am the finished product of man. Ich bin das vollständige Werk des Menschen. I am your design. Ich bin euer Design. I am the prototype of all men. Amen. Ich bin das Modell. Ich bin der Prototyp von allen Menschen. All your struggles are fulfilled here. All dein Kämpfen, all dein Ringen sind schon in mir erfüllt. Oh, I want to be blessed. Ich möchte gesegnet sein. You see, they are laboring. I want to be blessed. Es gibt viele Menschen, die sich noch mühen, um gesegnet zu sein. They are full of burdens. Sie sind beladen mit Laster. How, God, how will you bring me into this place of fulfillment? Gott, wie wirst du mich in diesen Ort der Erfüllung hineinbringen? When he saw the people. Doch als er die Menschen sah, he says, come to me. Er sagt ihnen, kommt her zu mir. I will give you rest. Ich gebe euch Ruhe. I am your rest. Ich bin euer Ruhe. Halleluja. Halleluja. Glory be to God. Ehre sei dem Herrn. Halleluja. Halleluja. Look at Jeremiah 50, the verse 6. Wir schauen uns Jeremia 50, Vers 6. You know, Jeremiah, he had a ministry. Jeremia hatte einen Dienst. That was against the shepherds. Was gegen die Hirten war. Against the pastors. Ja, es war gegen die Pastoren. Because in the days of Jeremiah there was a lot of falsehood going on. Denn zu Tagen Jeremias gab es viele Falschheit. Amen. Amen. A lot of falsehood. Ja, ich sag's in meinen Worten, es gab viele falsche 50er. Amen. Amen. Please read the book of Jeremiah. Also bitte lest das Buch Jeremias. This is what we are experiencing today. Aber genau das erleben wir heute. There were popular pastors. Ja, es gab populäre Pastoren. That, you know, they pulled crowds. Sie waren in der Lage, die Mengen der Menschen zusammenzubringen. The children of Israel were happy. Ja, die Kinder Israel freuten sich. In the midst of Babylon. Nämlich inmitten von Babel. The prophets were prophesying. Ja, die Propheten weissagten. Everything is well with you. Es geht euch gut. Amen. Amen. And Jeremiah.
Und Jeremia was warning the people. Warnte den Menschen. So he was not really directly against the people. Also er war nicht unmittelbar gegen das Volk. But he was against what the people were being fed. Doch er war gegen die Lehre, was dem Volk zugeteilt Look wurde. At the verse 6, please. Vers 6 von Jeremia 50. Jeremiah 50, the verse 6. Now God through Jeremiah says, my people had been lost sheep. Their shepherds have caused them to go astray. They have turned them away on the mountains. They have gone from mountain to hill. They have forgotten their resting place. Mein Volk war eine verloren gehende Schafherde. Ihre Hirten leiteten sie irre auf verführerische Berge. Sie gingen von Berg zu Hügel, vergaßen ihre Lagerstätte. Amen. Amen. From mountains. They were taken from different mountains. Ja, also sie wurden zu verschiedenen Hochebenen geführt. You know, in the days of the children of Israel, zu Tagen der Kinder Israels, you know, teachings were dispensed on the mountains. Nämlich die Lehren oder die Lektionen fanden auf den Bergebenen statt. Now when Jesus came, he did the same. Und als Jesus kam, er tat dasselbe. Because he was under the old dispensation. Warum tat er dasselbe? Weil er unter diesem alten Bund war. Unter Matthew 5, alten, the verse number 1. Ja, es ging schon von Matthäus Kapitel 5 an, die Bergpredigt. Before he begins the beatitude, the Bible says he ascended onto a mountain. Doch bevor er angefangen hat zu predigen, was tat er? Er ging auf dem Berg hinauf. So when Jeremiah is talking about the fact that the shepherds has brought the children to different mountains, he's talking of different teachings. Und als Jeremia gemeint hat, nämlich, dass die Kinder Israel zu verschiedenen Bergen und Hügel gebracht wurden, er redete davon, sie wurden verschiedenen Lehren vorgestellt. They have gone from mountain to hill. Ja, sie sind von Bergen zu Hügel gegangen. Because a mountain is higher than a hill. Denn der Berg ist normalerweise höher als ein Hügel. Amen. Amen. The greatest of revelation. Ja, die höchste der Offenbarung. Which is Christ in them. Und das ist Christus in ihnen. Which is their resting place. Und das ist ihre Lagerstätte. It has been relegated. Also das wurde vermindert. In what they can do. Nämlich zu dem, was sie tun konnten. In order for them to be blessed. Damit sie gesegnet werden. Amen. Amen. So their shepherds, also ihre Hirten, has led them astray. Hat sie wirklich verführt. Has seduced them. Hat sie wirklich in die Irre geleitet. Out of their resting place. Nämlich raus aus ihrer Lagerstätte. People of God, Volk Gottes. We are in a time, wir sind in einer Zeit, where Paul tells Timothy, wo Paulus Timotheus gesagt hat, we are in the time of seducing spirit. Nämlich wir sind in dieser Zeit einer, also der verführerischen Geister. What is seducing spirit? Was heißt das, verführerischer Geist? A seducing spirit, ein Geist, der verführt, seduce you, sorgt dafür, out of where you are, dass du nämlich rausgeführt bist von dort, wo du bist, in order for you to follow shadows, damit du Schatten folgst. Now when they tell you that you shall be blessed, wenn man dir sagt, du wirst gesegnet sein, whereas you are blessed, obwohl du schon gesegnet you bist, have been seduced out of your blessing. Du wurdest verführt von deinem Segen hinaus. Amen. Amen. If there is a promise for you to become where you are already, you are under the spell of seduction. Also, wenn es eine Verheißung gibt, dass du irgendwas sein wirst, obwohl du schon bist, dann bist du wirklich unter der Verzauberung einer Verführung. What is your faith? Was ist dein Glaube? Your faith is Jesus in you. Dein Glaube ist Jesus in dir. Amen. Amen. The fulfillment of all things in you. Nämlich die Erfüllung aller Dinge in dir. The wholeness in you. Die Ganzheit in dir. Now if I seduce you, doch wenn ich dich verführe, to come out of this belief, nämlich aus deinem Glauben rauszukommen, I've seduced you out of your faith. Dann habe ich dich rausgeführt aus Jesus in dir. Now Paul tells Timothy, und Paulus sagte Timotheus, in the last days, in den letzten Tagen, they shall be seducing spirits, wird es verführerische Geister geben. Amen. Amen. You remember Samson? Also könnt ihr euch an Samson erinnern? Samson and Delilah. Ja, Samson und Delilah. The word Samson means sunlight. Ja, also das Wort Samson bedeutet Sonnenlicht. Amen.
Amen. And when the lords of the Philistines they came to Delilah, als die Herren bzw. die Herrscher der Philister zu Delilah kommen, they told Delilah, seduce him, entice him, so that we may bind him to afflict him. Nämlich als sie zu Delilah kamen, sie sagten, er soll verführt werden, damit wir ihn binden können. Und nach dieser Bindung sind wir in der Lage, ihn wirklich zu quälen. Amen. Amen. Seduce him, also zuerst verführen, that we may bind him, damit wir in der Lage sind, ihn zu binden. To afflict him. Ja, und dann können wir ihn quälen. You cannot be afflicted. Also du kannst nicht gequält werden. Until you are seduced. Bis du verführt wirst. Out of who you are. Und zwar raus aus dem, der du bist. And you are bind. Und dann wirst du gebunden. What is religion? Ja, was heißt Religion? Religion means religare. Religion bedeutet religare. To be bound again. Das bedeutet, man bindet dich noch einmal. You are free. Ja, du bist frei. Jesus is who you are. Jesus ist der du bist. So when you hear a message from religion, doch wenn du eine religiöse Botschaft hörst, these are the lords of the Philistines. Das sind die Herrscher der Philister. Because you are a Samson. Denn warum? Du bist Simson. You have all power. Alle Kraft gehört dir. Oh, some of you don't believe that. Ah, manche von euch, you see what religion has done? Manche von euch glauben das nicht. Und da sehen wir schon die Wirkung der Religion. Amen. Amen. Tells you, you need power somewhere. Ja, man sagte dir, du brauchst Kraft, aber die Kraft ist irgendwo. Amen. Amen. You have power inside of you. In dir gibt es Kraft. You are the sunshine of God. Nämlich du bist der Sonnenlicht Gottes. You are the fulfillment of everything. Du bist die Erfüllung von allen Dingen. So, you can only be seduced. Doch du kannst nur verführt werden. So that you come out of your faith. Damit du raus aus deinem Glauben because kommst. Because when you start to believe that you must do something for you to be blessed, whereas you are already blessed, you are under the spell of religion. You are under the teachings, the doctrine of religion. Delilah is working on you. Delilah is not a woman. Amen. It's a spirit. Amen. Hallelujah. Delilah is a spirit. So when you are under the spell of Delilah, you come out of your belief and you are bound. Amen. Amen. And when you are bound, then you can be afflicted. That is when you begin to experience fear. You lost your vision, just like Samson. You begin to experience what you never experienced. And you thought the Spirit of God is upon you. But the Spirit of God has left because you have left your position, who you are. But if you understand that the teachings of Christ is actually a revelation of who you are, you stand on your faith. Amen. Amen. Hallelujah. Who God says you are is who you are. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Von hinten angefangen, wer Gott sagt, der du bist, genau der bist du. Es ist wichtig zu begreifen, dass Delilah, es ist keine Frau gemeint, sondern ein Geist der Verführung. Was geschieht denn mit dem Menschen, der glaubt, dass er müsste erstmal etwas tun, um jemand zu sein? Ganz einfach, dieser Mensch wird erstmal aus seinem Glauben, nämlich die Einheit mit Christus, rausgeführt. Und dieser Mensch wird dann gebunden, das bedeutet, der Mensch müht sich immer wieder und wird immer wieder beladen. Und letztendlich kann dieser Mensch mit Furcht, ja, mit Sorgen über die Zukunft und verschiedene Art und Weise von Dingen, die dann später rauskommen, wie Krankheit, gequält werden. Jemand, der verführt ist, gebunden ist und dann letztendlich kann gequält werden. Doch es ist wichtig zu begreifen, dass wenn wir in unser Einheit mit Christus bleiben, wir können nicht mehr verführt werden, wir können nicht mehr gebunden werden, wir können nicht mehr gequält werden. Deshalb ist es wichtig für uns zu begreifen, dass unsere Errettung ist in dem Glauben, dass wir eins sind mit Christus. Amen. Amen. All that belongs to Christ. Alles, was Christus gehört, belongs to you. Gehört dir. We have been called. Wir sind berufen, nämlich teilzunehmen in all that belongs to Jesus. An allem, was Christus gehört. It is simple, das ist einfach. But it is profound. Und dennoch tiefgründig. You cannot add anything. Du kannst nichts
hinzufügen. To who you are now. Zu dem, wer du jetzt bist. To what you have now. Zu dem, was dir jetzt gehört. You and I cannot impress God. Also du und ich, wir können Gott nicht beeindrucken. We can only stand on our position. Wir können nur an unserer Stellung stehen. And focus. Und fokussieren, not on ourselves, nicht auf uns selbst, but on the one who has become us. Sondern auf denjenigen zu fokussieren, der uns geworden ist. Amen. Amen. Now, this is the challenge. Aber genau das ist die Herausforderung, dass ich, I'm not I, ich bin nicht mehr ich, but I am you. Sondern ich bin du. Aber Vater. Amen. Amen. That is the challenge. Aber genau das ist die Herausforderung. That I am not I. Ich bin nicht mehr ich. Because I, denn ich has been crucified with him. Wurde schon mit ihm gekreuzigt. Yet I, und dennoch gibt es ein is Ich, who he is. Ist derjenige, der ich so bin. What is demand of me? Also was wird von mir gefordert? To believe what God says I am, which is him. Und von mir wird gefordert, zu glauben, was Gott gesagt hat, wer ich bin. Amen. 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 Hebrews 4, the verse number 2. Hebräerbrief 4, bitte aufschlagen, wir lesen Vers 2. Hebrews 4, the verse number 2. Hebräer 4, wir lesen Vers 2. Amen. You know, when I talk with people, wisst ihr, wenn ich mit Menschen rede, sometimes I unfortunately realize that they don't want to be free. Und leider Gottes stelle ich fest, dass solche Menschen manchmal nicht frei sein möchten. Sie möchten gar nicht frei sein. Because they reject this. Denn diese Botschaft lehnen sie ab. It is so clear. Dennoch ist es sehr klar. Amen. Amen. So clear. Sehr klar. Look at what he said. Amen. Can we read together? Hebrews 4. Please. Hebrews 4. Hebräerbrief 4. I want to read from the verse number 1. Ich lese ab Vers 1. It says, let us therefore fear, lest a promise being left us of entering into his rest, any of you should seem to come short of it. Lass uns nun dafür uns fürchten, dass nicht etwa, da die Verheißung in seiner Ruhe einzugehen, noch aussteht, jemand von euch als zurückgeblieben erscheint. For unto us was the gospel preached. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden. As well as unto them. Wie auch jenen. But the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. The word that was preached, das Wort, was gepredigt wurde, Christ that was preached, Christus, was gepredigt wurde, them. Hat ihnen nichts gebracht. Christ was to them of no avail. Denn Christus war für ihn ein Nichts. His crucifixion has no meaning. Seine Kreuzigung hat ihnen nichts bedeutet. His resurrection has no effect. Seine Auferstehung hat ihnen keine Wirkung. The meaning of his death, burial and resurrection has no meaning. Die Bedeutsamkeit seines Todes, seiner Bestattung, seiner Auferstehung hat ihnen nichts bedeutet. Why? Warum nicht? Because it was not mixed with faith. Weil sie das nicht mit Glauben vermischt haben. They didn't believe. Ja, sie haben das nicht geglaubt. Amen. Amen. Because his death was your death. Denn sein Tod war dein Tod. His burial was your burial. Ja, seine Bestattung war deine Bestattung. His resurrection is your resurrection. Ja, seine Auferstehung ist deine Auferstehung. That is what faith is all about. Aber darum geht's doch im Glauben. Nothing else. Nichts anderes. Who he is who you are. Wer er ist, ist derjenige, der what du bist. What he did in your place. Was er tat, tat er an deiner Stelle. Simple. Ganz einfach. It says there remain a promise. Es gibt immer noch eine Verheißung. That we enter into his rest. Dass wir alle in seine Ruhe einkehren. Amen. Amen. That we believe who he is. Damit wir glauben, wer er ist. That all that he is. Nämlich alles, was er ist. Is who we are today. Ist genau das, was wir heute sind. But look at the verse 3. Schaut euch mal Vers 3 an. I want us to look at it. Now, look at what Paul is saying. For we which have believed. Vers 3. Wir, die geglaubt haben. Aha. Mhm. Do you see? Und seht ihr das? There's another category of people. Es gibt eine andere Kategorie von Menschen. We, who have believed, have
entered into his rest. Wir gehen nämlich in die Ruhe ein, als die, die geglaubt haben. So, how do we enter into his rest? Also, wie kommen wir in seine Ruhe ein? Believe. Man braucht nur Glauben. Amen. Amen. Did he say, we who have done this? Also, heißt es hier, wir, die etwas getan haben? Huh? Mm-hmm. Did he say so? Heißt es so? Nein. Did he say so? Nein, hat er nicht. Amen. Amen. We who have believed, wir, die geglaubt haben, we have entered into his rest. Wir sind in seine Ruhe eingekehrt. It's all about belief, people of God. Es geht um Glauben, Volk Gottes. The teachings of Christ, die Lehre Christi, the doctrine of Christ, die Lektionen Christi, is for you and I to believe. Sind dafür da, damit du und ich glauben. It's for you and I to agree. Damit wir übereinstimmen. Now everything about you, alles was dich angeht, Christ Jesus has become. Ist Christus schon geworden. If he is blessed, you are blessed. Also wenn er gesegnet ist, bist du gesegnet. If he is whole, you are whole. Wenn er ganz ist, bist du ganz. If he is an overcomer, you are an overcomer. Wenn er Überwinder ist, dann bist du auch Überwinder. There is no negotiation. Hier gibt es keine Verhandlung. Not even your prayer can change that state. Noch nicht mal deine Gebete können die Zustände ändern. Let no one bring prayer or any other, you know, ceremonial, spiritual activity to seduce you out of your position. You don't pray to be blessed. You don't pray to overcome. You pray because you are blessed. You pray because you are an overcomer. You pray because you are victorious. You pray because you have power. Let no one take you out of your position so that you may be bound and been afflicted. Mm-hmm. I know prayer warriors who can't show for anything. They are praying every day. I'm not against prayer. I do that every single day. I did it this morning. I believe in it with all my heart. But we must know the right purpose of what God has called us to do. Mm-hmm. What we are doing is a result of who we are. Amen. Let's Amen. Change the way we look at things. Amen. Es ist wichtig, dass wir unsere Sichtweise der Dinge ändern. Es soll keiner uns verführen, aus unserer Stellung rausbringen, aufgrund von, sage ich mal, geistlichen Aktivitäten wie Gebet oder Fasten oder andere Dinge oder Geben. Es ist wichtig zu begreifen, dass wir beten nicht, damit wir überwinden. Wir beten nicht, damit wir bestimmte Ziele erreichen. Nein, wir beten von dem Standpunkt, dass wir das Ziel erreicht sind. Wir sind in dem Ziel drin. Wir sind mit dem Ziel vereint. Wir beten, weil wir schon gesegnet sind. Wir beten, damit das, was in uns ist, hervorkommt. Denn warum? Es ist wichtig zu begreifen, so wie Pastor gesagt hat, das geht mir genauso. Also ich bin auch jemand des Gebets, ich bin auch jemand, der täglich betet. Ich bin dafür, dass man fastet und gibt. Doch, es ist nicht dafür da, um etwas zu tun, damit man etwas erreicht. Im Gegenteil, es ist dafür da, damit man Christus ausdrückt. Denn warum? Wenn wir in Christus sind, sind wir in der Lage, unsere Position durch Gebet, durch Fasten und durch Geben auszudrücken. There is a place of rest. Also es gibt einen Ort der Ruhe. It's only the gospel, the teachings of Christ that brings us there. Und es ist nur die Lektionen Christi, die uns dorthin führen. Amen. Amen. The teachings of Christ. Die Lektionen Christi. It brings us into a place of rest. Führen uns zu einem Ort der Ruhe. In conclusion. Zum Schluss. Let's finish this verse, then I give you one verse and we're through for today. So, wir machen das ja noch zu Ende. It says, as I have sworn in my wrath, if they shall enter into my rest, although the works were finished from the foundation of the world. So schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen, obwohl die Werke von Grundlegung der Welt an geschaffen waren. Amen. Amen. The works were finished. Also die Werke waren vollendet. The finished work of Jesus. Ja, das vollendete Werk Christi. Before even the foundation of the world. Ja, sogar vor Grundlegung der Welt. Jesus Christ. Jesus Christus. Finished the work. Vollendete das Werk. You know why God entered into his rest? Also wisst ihr, warum Gott in seine Ruhe eingekehrt ist? It's not because he was exhausted. Also es ist nicht darum, weil er müde war. Ja, ihm tat die Beine weh oder sowas. So war das nicht. Amen. Amen. It was not because he was tired. Ja, also Gott war nicht müde, er war nicht kaputt. It's because he was satisfied. Er saß, weil er zufrieden war. Er war gesättigt. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja.
Amen. God is satisfied. Gott ist gesättigt. When he looks at you, he's happy. Also wenn er dich anschaut, ist er glücklich. Halleluja. Halleluja. When he sees you in Christ, und er sieht dich in Christus. He looks at his work. Ja, dann sieht er sein Werk an. He looks perfection. Ja, er sieht die Vollkommenheit an. He looks at completeness. Er sieht die Vollständigkeit an. He looks at elevation. Ja, er sieht die Erhebung an. Amen. Amen. When he sees you, wenn er dich sieht, he's satisfied. Er ist gesättigt. Because his work is finished. Warum? Weil sein Werk vollendet ist. Not because he's exhausted. Nicht, weil er erledigt ist. Not because he's weary. Nicht, weil er mattet ist. Huh? Mhm. Because he's satisfied. Sondern weil er gesättigt ist. So we live, also leben wir from the satisfaction of God. Aus der Sättigung Gottes. Amen. Amen. We walk. Ja, wir wandeln. From his satisfaction. Aus seiner Zufriedenstellung. Our life today, unser Leben heute, is a celebration of his perfection. Ist wirklich die Feier seiner Vollkommenheit. Is a celebration of his completeness. Es ist die Feier seiner Vollständigkeit. So everything, alles, that we see, das, was wir sehen, in this world today, in dieser Welt heute, we see from the perspective of his finished work. Wir sehen aus dem Gesichtspunkt seines vollendeten Werkes. Whatever I do, was auch immer ich tue, is from the perspective of his finished work. Es ist von dem Gesichtspunkt seines vollendeten Werkes. So I don't do anything, also tue ich nichts, in order for me to be perfect, damit ich vollkommen bin, in order for me to be whole, damit ich ganz bin. I do it. Ich tue es from the basis, from the foundation, und zwar aus dem Fundament her of his perfection, seiner Vollkommenheit. That is why we preach. Deshalb predigen wir Christus und Christus gekreuzigt. Paul says we preach not ourselves. Paulus sagte, wir predigen uns selbst nicht, sondern nur Christus Jesus. They that call upon him, derjenige, der ihn anrufen, shall be saved. Sie werden gerettet sein. How can they call upon him? Und wie sollen die Menschen ihn anrufen? They do not believe. Also denen sie noch nicht geglaubt haben. How could they believe? Wie sollten sie denn glauben, if they do not hear, wenn sie noch nicht gehört haben? How can they hear, wie sollen sie hören, if there is no preacher, wenn es keinen Prediger gibt? How can they preach, wie können sie das predigen, if they were not sent, wenn sie nicht gesandt werden? As he sent him. Ja, so wie Gott der Vater Jesus sandte, so, has he sent us. So hat Jesus uns gesandt heute. What Jesus preached, was Jesus predigte, which is a revelation of himself, nämlich was die Offenbarung seiner selbst ist, what we also ist genau das, was wir auch predigen. So faith comes, also Glaube kommt hearing, durch Hören. You don't hear George, also du hörst nicht George. Or you don't hear me, oder du hörst nicht Pastor. But you hear the Spirit of Christ, sondern du hörst den Geist Christi. So when we come to church, wenn wir zusammenkommen, we are coming to receive revelation, wir kommen, um Offenbarung zu empfangen. The teachings of Christ, die Lehre Christi, the instructions of Christ, die Anweisungen Christi, the doctrines of Christ, die Lektionen Christi, is not do to become, ist nicht tue etwas, um zu werden. It's simply done. Es ist wirklich getan, erledigt. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. So when you see who you are, also wenn du siehst, wer du bist, you are excited, dann freust du dich. You are full of joy. Dann bist du voller Freude. You experience peace. Ja, dann erlebst du Frieden. You have confidence. Ja, du bist zuversichtlich. You know, du erkennst, that whatever happens around you, dass was auch immer um dich herum geschieht, no matter what this body is experiencing, also egal, was der Leib durchmacht, is a lie. Das ist alles Lügen. Because the truth, denn die Wahrheit is in him, ist in ihm. And you are, und du bist in, the truth, in der Wahrheit. And so when you believe the truth, wenn du die Wahrheit glaubst, you can only be for the truth, du kannst nur für die Wahrheit sein. And not against the truth. Und nicht gegen die Wahrheit. The truth is powerful. Die Wahrheit ist kraftvoll. The truth about you, und die Wahrheit über dich. The truth about your circumstances. Die Wahrheit über deine Umstände. The truth about your destiny. Die Wahrheit über deine Bestimmung. Who tells you won't have a child? Also wer hat dir gesagt, du wirst kein Kind bekommen? Who tells you will not be rich? Wer hat dir gesagt, du bist nicht reich? Who tells you that you will not be blessed? Wer sagt dir, dass du nicht gesegnet bist? Who tells you that there is something that holds your life? Wer hat dir gesagt, es gibt etwas, was dein Leben festhält? Who told you that? Wer sagte dir das? For who defines you? Derjenige, der dich definiert, cannot be bound anymore, der kann nicht mehr gebunden werden. That's why you have to know, deshalb musst du erkennen, that you are born free, dass du frei geboren we bist. Heard it last week. Das haben wir letzte Woche gehört. You are born free. Du bist frei geboren. So stand fast in the liberty with which Christ has set you free. Also halte fest die Freiheit, womit Christus dich frei gemacht hat. And entangle yourself no more, ja, with the yoke of
Und verwickle dich nicht, umwebe dich nicht, und zwar mit dem Joch der Gebundenheit. With the teachings that brings you to slavery. Ja, also mit den Lektionen oder mit den Lehren, die dich zur Knechtschaft oder zur Sklaverei wiederbringt. Amen. Amen. You're not a slave. Ja, ihr seid keine Sklaven. Son. Ihr seid Söhne. And a son is free. Und ein Sohn ist frei. I'm free. Ich bin frei. That's why I can preach this. I'm free. Also deshalb kann ich sowas predigen, weil ich frei bin. Let's look at the last scripture and we're gone. So, wir schauen uns die letzte Bibelstelle. 2. John. 2. Johannesbrief. The verse number 9. Kapitel 1, Vers 9. I wouldn't comment. I would just read it to you and then we're gone. We'll continue next week. Hierbei wird es keinen Kommentar geben. Ich werde es noch, euch noch Second vorlesen John, und dann 2. John 1, the verse number 9. 2. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. It says, whosoever transgresseth and abideth not in the teachings, the doctrine of Christ, hath not God. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. He that abideth in the doctrine of Christ, he had both the Father and the Son. Wer in der Lehre bleibt, hat sowohl den Vater als auch den Sohn. The verse 10. Vers 10. If there come any unto you and bring not this doctrine, receive him not into your house. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf. Let me just help you a little bit. You know your house? Also, kennt ihr euer Haus? It's not talking about the house. Also, es geht nicht um euer Wohnung oder so. Building. Ja, es geht nicht um euer körperlichen Wohnung. He's talking about your mind. Er spricht über euer Gesinnung. He's talking about your soul. Ja, es geht um die Seele hier. He says, don't receive him. Ja, also nicht in der Seele empfangen. Neither bid him Godspeed. Und grüßt ihn nicht. Wow. Aha. Amen. Don't say well to him. Ja, also noch nicht mal grüßen, geschweige denn reinlassen. For he that bideth him Godspeed is partaker of his evil deed. Ja, also hier Vers 11, da heißt es, denn wer ihn grüßt, es heißt noch nicht mal, wer ihn reinlässt, sondern wer ihn grüßt, nimmt teil an seinen bösen Werken. Amen. Amen. Is partaker of his evil deed. Ja, also ist Teilnehmer seines bösen Werken. When you don't bring the people into rest, wenn du die Menschen nicht in die Ruhe einbringst, you are dispensing evil to them. Was tust du ihnen an? Du teilst ihnen Böses aus. And anyone who receives such ministry, und wer auch immer solchen Dienst empfängt, John said, hier sagte Johannes, you are partaker of their evil deeds. Nämlich du bist Teilnehmer ihrer bösen Werke. Amen. Lass uns bitte aufstehen.